Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damon und Hurrits. Willkommen an Bord der... Sind wir gerade auf der... Willkommen an Bord der Hyperion. Ich war mir gerade nicht so sicher, wo wir sind. Wir spielen gerade ein bisschen weiter. Wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Ich wollte zur Cryo Bay. Genau. Mir ist leider ein bisschen was Doofes passiert. Ich habe vorhin ein bisschen gespielt gehabt. Und hab vergessen, die Aufnahmetaste zu drücken. aber ich habe im Grunde nichts Wichtiges gemacht. Ich habe so ein paar Nebenmissionen gemacht, ein bisschen rumgeshoppt auf der Nexus und also habe nichts Wichtiges weitergemacht. Ich habe die Nebenmission mit dem Mörder da abgeschlossen. Ich kann ja mal gucken, ob man das hier irgendwie findet. Journal, Completed Missions, Nexus Reunion. Warte. The Secret Project. First Murderer. Genau. Weil das. Boah. Oh, shit. Entschuldigung. genau, das war dieser, der im Gefängnis sitzt, wo alle gesagt haben, er hat seinen Colonel da umgebracht. Und er hat halt gesagt, er war es nicht. Was jetzt rauskam, ist, er wollte ihn tatsächlich umbringen, hat einen Schuss abgefeuert auf den Colonel. Hat allerdings daneben geschossen und im exakt gleichen Moment wurde der Colonel von einem Cat abgeschossen, von den Bösen. Das hat man nämlich dadurch gemerkt, dass der Schuss aus einer anderen Richtung kam, als der Gefangene halt, wo der halt stand. Und dann konnte man halt zum Schluss entscheiden, yo, lässt man ihn jetzt frei oder weil er es halt wollte, lässt man ihn halt trotzdem ins Exil schicken. Das ist für die Intention, aber kann man niemanden bestrafen, meiner Meinung nach. Deswegen habe ich ihn freigelassen. So viel dazu. So, aber ich war jetzt auf dem Weg zur Kryokammer. Ich wollte halt mal schauen, wie es meinem Bruder geht. Ich tippe mal, dass es dann dort ein bisschen vielleicht mit der Quest weitergeht oder so. Guten Tag. What's up, people? Wo ist mein Bruder? Ist das mein Bruder? Das ist nicht mein Bruder, oder? Datapad. Nee, das ist nicht mein Bruder. Time Estimate. Captain Dunn. Harry, doch Harry, das ist der für meinen Bruder zuständig ist. Based on Scorch Damages and... there are three pod sections. Okay, also die kritischen Pods können wohl nicht mehr länger hingehalten werden. Was ist hier los? Ist hier hinten... Irgendwie Versammlung? Nee. Okay, da wurde noch einer aufgeweckt, wie es aussieht. Was ist denn jetzt mit unserem Bruder passiert? Ich wollte jetzt eigentlich wissen, wie es meinem Bruder geht. Dr. Carlyle. Bist du zuständig, Carlyle? Mit dem kann ich gar nicht sprechen. Okay, der ist anscheinend nicht. Nigel McCoy. McCoy? Okay. Warum erinnert mich McCoy gerade an Star Trek? Warum muss ich da an McCoy denken? Egal. Information Vault, okay. Ist hier denn irgendwo eine Medbay oder so? Oder liegt mein Bruder hier irgendwo? Bist du mein Bruder? Bist du mein Bruder? Du bist mein Bruder! Das ist mein Bruder! Hey! Hey, Doktor! Was ist hier los? Rede mit mir! Ich will wissen, was mit meinem Bruder ist. Gut, dann rede ich mal mit ihm hier. Scheint wichtig zu sein. I'm Nigel McCoy. Just got out of Cryo. Schön für dich. Welcome to Andromeda, Nigel. Thank you. It's bittersweet, though. My little brother Dash was stationed on the Nexus. I just learned he died on Eos, trying to start a settlement. Das tut mir leid. That's awful. I'm sorry, Nigel. Yeah. We were going to start families out here together. I have a pendant our father wore. Dash had its match. Will you reunite them? Of course. In his digital journal. He mentioned a spot on Eos where he'd go to think. If you could leave the pendant there. Okay, alles klar. War doch nur eine Zeitmission. Was ist denn mit meinem Bruder hier los? Der liegt jetzt einfach da. Hey, weißt du, was los ist? Ryder. Ja, mein Name. How's the wound? Doc says I'll live. So, this goes from a life-threatening gunshot to a story I'll tell my grandkids someday. With no need to exaggerate. That was a tough fight on Habitat 7. Just glad to be on the other side of it. Ach, das war die auf Habitat 7, die unsere Kommunikationsanlage da wieder repariert hat. Alit Claro! Aber mir kann keiner was zu meinem Bruder sagen. Was soll das denn jetzt? Greer, muss ich mit dir reden? Greer, how you feeling?
grateful. If you and Liam hadn't found me in that cave. Ah, das war der, okay. Aliens would have done. We couldn't leave a man behind. Yeah, your father, Kirkland. We'll never forget kann man nichts machen. It's a brave thing, risking your life for the greater good. Yeah, just seems unfair. We barely got here. I'm sorry I'm not out there with you, but Kirkland was a friend, and I'm not cut out for this anymore. Understood. Habitat 7 was a nasty wake-up call. You take care, Greer. You too. Thanks again. Okay. Kann ich jetzt mit dem Doktor? Warum kann ich nicht mit dem Doktor reden? Und warum? Was ist denn hier los? Warum sitzt du auf dem Schoß von dem Typen? Ach ja, warte hier. Kalle. Are you sure you want to do this, Nilken? I am. What? It's for the best. What's for the best? I'm putting Nilken here back into stasis. The conviction is overturned. Everyone still treats me like a murderer. Marriott had the truth. I just want to go to sleep. Wake up when things are blown over. Alles klar. Makes sense. Good luck. Will man erzählen, was hier los ist? Oder Ryder, good to see you. Okay, jetzt kann ich mit ihm reden. About your dad, though. I'm sorry we couldn't save him. Ist alles gut. I'm sure you did everything you could. Yeah, but still, we lost a Pathfinder on my watch. My dad knew the danger. Die beiden da. So unzertrennlich. Ja, wie geht's dem denn eigentlich? How's Scott doing? His condition stable. I see signs of REM activity in the brain, so he's dreaming. Means all the wiring still works. How did this happen? It was dumb luck, really. We hit the scourge at the worst possible moment, just as the stasis revival was kicking in. It's a vulnerable moment, coming out of a 600-year nap, then wham! The circuits fried and overloaded the neural pathways. Don't worry, I'm on it. We're not losing another Ryder. Alles klar. Mehr brauche ich nicht wissen. Gut, euch Tuddeltaubchen, lasse ich jetzt auch mal in Ruhe. Okay, das wäre natürlich super. Ich habe jetzt gedacht, weil ich kann mich dann irgendwie an aus irgendeinem Video an so eine Animation erinnern, wo der dann irgendwie aufwacht oder so ein Shit. Deswegen habe ich gehofft, das würde jetzt vielleicht kommen, aber anscheinend doch nicht. Deswegen, ich glaube, ich mache mir jetzt eher auf den Weg Richtung EOS wieder. Um da diese Kolonie zu gründen. Da habe ich ja letztes Mal aufgehört, beziehungsweise gestern aufgehört, weil es mir nicht so gut ging. Hat ein bisschen mit Migräne zu kämpfen. Warte mal, muss ich zur Docking Bay? Ich muss zur Docking Bay, oder? Ja, egal. Weil ich ja gestern so ein bisschen Migräne hatte und mir dann kotzübel wurde plötzlich, musste ich halt ausmachen und konnte nicht weiterspielen, so wirklich. Aber jedenfalls, ja. Heute geht's wieder besser. Okay, ich habe auch, das können wir alles auf der Dings da rums machen. Okay. Auf zur Tempest. Na, 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 na. Vetra was looking for you. Achso, okay, gut. Wir sind ja, ich wollte jetzt zwar eigentlich zu EOS reisen. Ne, ich will aus der Karte wieder raus. Aber wir können ja nochmal kurz durchs Schiff gehen, weil ich glaube, das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Hier ist Kello, mein Dings. Da ist diese komische Schottin, Iren, was auch immer, Suvi. Aber irgendwie hat sie mir gerade gesagt, Vetra möchte mit mir reden. Vetra ist ja diese weibliche Turianerin, die wir da... Hi. Hi, Natalie. Aber wo war Vetra? Die war, glaube ich, im Cargo-Raum, oder? Nee, falscher Weg. Biolab? Wo könnte Vetra denn sein? Also wenn ich jetzt raten müsste, Garrus war ja, glaube ich, immer früher auf der Normandy in dem Raum mit dem Kern, mit dem Energiekern oder was das war, dem Energy Core. Ich finde mich immer noch nicht zurecht auf dem Schiff hier. Warte, da komme ich nicht durch? Achso, doch, ich dachte schon. Okay, da unten steht PB. Das ist Gil, dieser komische Typ, und unsere hammerfette, sexy, unser Nomad, den habe ich ein bisschen umlackiert. Genau. Auf der Normandy würde hier nämlich, glaube ich, Garrus stehen, oder? Der dann immer irgendwas an den Schilden oder sowas gemacht hat. Oder war das Garrus? Ja, ich weiß das gar nicht mehr. Egal.
Wo ist Vetra? Vetra! Wupp, gehen wir mal runter. So unten, hier unten vielleicht. Vetra! Ist sie vielleicht in den Crewkammern? Warte mal, achso, hier komme ich gleich durch, Leute. hier lang. Hier ist auch keiner. Super. Ja, wo ist denn Vetra, wenn ich mit ihr reden soll? Ist sie in meinem... Das ist übrigens mein Quartier, das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gezeigt. Ja, klein, aber fein. Ich habe schon in einem Shop habe ich mir ein Modell der Nexus gekauft. Ja, die haben das nämlich fortgeführt, dass man sich hier kleine Gimmicks für sein Quartier kaufen kann. Und ich habe ein Modell der Normandy gefunden. Cool, ne? Ich dachte, ich zeig's jetzt einfach mal. Okay, Vetra. Vetra, wo bist du, Vetra? Ich kann ja hier auch eine Abkürzung nehmen. Warte. Dum, 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 dum. Aber hier oben war doch gar nicht mehr. Da ist Lexi, da ist Cora. Aber wo ist Vetra? Hier oben ist Vetra auch nicht. Wo zur Hölle ist Vetra? Das kann doch nicht sein. Biolab, hier ist nichts. Wahrscheinlich nichts Neues. Aber wir müssen auf Deck 3. Ah, hier geht's weiter. Ja, hier sind wir anscheinend richtig. Pathfinder, help me with something. I know, not exactly standard. Gotta make the space comfortable. Ich dachte, so mit Vetra reden. Diffuses the charge from an overclocked Omni blade. Not giving up a 6% boost, right? Bit. Right, right. What? Never mind. BS for the requisition. So, finally time for that beer? And after two Eigentlich wollte ich mit Vetra reden, nicht mit dir. Being a cop just didn't fit. A crisis response? Digging people out of trouble? That worked. I bet Hustle followed you into a few peace actions. Think about your alliance days much? What? I bet Hustle von... nö. Daran wollen wir nicht denken. After Dad's work went sour. It was a long time ago. 600 years, give or take. So, Pathfinder. Why Andromeda? That blunt, huh? That blunt. Um Leuten wie dir zu entkommen, die mich einfach entführen. Nein, mit dem werde ich nicht rumflirten. I needed to leave that life opportunity, love of science. Ah, wunderbar, um flirten zu entgehen. When that ended. Well, if I wanted to be a part of the next big discovery, it had to be here. Oh, I don't hear idealist a lot. Everyone's cynical. Back at you, Costa. Why do you come? I want to say I'm running from my past, but really running from myself. That'd be a great story. But it's bullshit. I had family, friends, a good enough job, nothing was wrong. I just heard about the initiative and I believed in it. I believed in a new beginning. Still do. I have to. We're in it. Oh, okay. We can't go back, but we're not trapped by decisions of galaxy behind us. I don't feel trapped. We came from a good place for good reasons. We keep that in mind, it'll steer us right, just like back in Crisis Response. Remember the essentials. A new start guided by the Pathfinder. And team. I'll bust my tail to make that a good story. Jo, tolle Story, Liam. Jetzt lass mich bitte in Ruhe. Ich wollte nicht mit dir reden. Ich wollte zu Vetra. Ist jetzt hier auf der anderen Seite, oder was? Oh, hey, Pathfinder. Hi, Vetra. The Pathfinder's there? Let me say hi. Fine, but don't embarrass me. Ryder, this is Sid, my sister. Sid, Ryder. Let me guess. Little sister? Who are you calling little? Look, kiddo, gotta go. Wait, Ryder, I just wanted to know if... Oh, jetzt hat er nicht so fies zu uns. So I know it feels like I just jumped aboard your ship without explanation. Bestimmt besser hier, oder? I would have done the same just to get off the Nexus. That's not why I came. Sure, I want to explore the galaxy, but I'm really here to work. I know everyone on the crew, even the Actuators Guild prefers for the ship. Better, I know how to get my hands on them. With me around, your crew's going to be at their best. We've been failing for months, Ryder. Now that we have a chance out here. Okay.
Okay, die ist ja sehr, sehr überzeugt von sich. That's some laser focus. Yeah? Was it too much? Some people get intimidated. I'm not just some people. I really like the intensity. Ach du Scheiße, geht die ran. What the fuck ist hier los? It's nice to feel appreciated. Oh, hier wird's plötzlich heiß, ne? Holy moly. Mach mal das Fenster auf. Back channels, you know. We'll chat later. Ach, das war's schon. Du wolltest mir jetzt nur sagen, wie toll du dich um die Crew kümmerst und wie toll du alle kennst. Und jetzt kann ich wieder gehen. Alles klar. Ja. Nice talk. Pathfinder, another deceased colonist. If you get... Oh. Da war was. Another deceased colonist? Das brauche ich für eine Quest. Vante, Tegan C. Radiation got to her. Okay, sehr gut. Wir müssen nämlich tote Menschen suchen als Teil einer Mission. Weiter geht's. Activating automated forward station deployment. Catterhead, they appear to be fighting a Krogan. Is that... Guten Tag! Wir sind da! Wir haben wieder irgendwas mit der Viability geschafft. Und jetzt nochmal Grand Entrance. Jawoll! Wir sind nämlich hier, um eine neue Kolonie zu gründen! Jawohl! Rein da! So, Maussteuerung, weiter geht's. Okay, wir müssen jetzt Drax helfen, diesen komischen. Gerne, hallo? Nehmt ihr mal eure Waffen? So. Nicht auf den da schießen. Nicht auf den da schießen! Warte mal, ich habe letztens... Wow, Granate. Ich habe eine neue Fähigkeit gelernt. Warte mal. Ah, jetzt fliegt er weg. Aber eigentlich wollte ich den ranziehen. So, du gehörst mir. Ach nee, ich muss auf Cooldown warten. Wartet kurz. Wartet bitte. Wartet bitte. Ich will eine neue Fähigkeit ausprobieren. Okay, du kommst her. Warte, und... Was? Oh. Ich dachte, ich kann ihn schmeißen. Warte. Ah, jawohl. Selbst mit der Maus komme ich noch nicht so klar. Okay. Oh! Oh, was ist hier los? Holy moly. Da ist ein Dicker. Da ist ein Dicker, den mag ich nicht. Ah, den rösten wir jetzt ein bisschen. Brennt! Okay, easy. Direkt eine Errungenschaft für bekommen. Ja, GG. Jetzt bin ich aber ein bisschen low. Ah. Okay, der fliegt erstmal weg. Hui. So, und der nächste. Jawohl, und Level Up. Oh, wir sind die Besten. Ja, hast du. So, the clouds parted. These cat look pretty keeled over. Maybe us humans can pull our weight after all. Well, you can, clearly. But there's a lot to do before I'd be that smug about it. That almost sounds like a compliment. What do you say? Want to help us do some good? You know what? I'm gonna ignore my gut and join up. This fight was good. We can do it again. Nice, jetzt haben wir sogar noch einen Krogan an unserem Team. Saying you don't need a Krogan, believe me, you do. Weil, wie war das in dem Trailer? I don't need an army, I've got a Krogan. Ja? Das trifft auf jeden Fall auf dem Drag zu. And? Fairwinds Basin. Lowest radiation count in the area. Little bit of hope. Okay. Also die Gegend hat die geringste Radioaktivität hier im Umkreis. Also perfekt für eine Kolonie. Wie gründen wir jetzt hier eine Kolonie? Weil deswegen bin ich ja eigentlich hier. Hui! Outpost Beacon. Achso, ich muss den nur anmachen, dann kommen hier Leute an, oder was? This is where we'll build our new outpost. A real beginning.
prepping deployment order. You must choose what purpose this new outpost will serve. The Nexus okay. doesn't get a say? Resources are at a crisis point. Protocol states this judgment call falls to the Pathfinder. Uh-huh. With current supplies, you could build a military outpost, focusing on defense and militia training. Alternatively, a scientific outpost could advance the initiative's research and discoveries. Okay, interessant. Wir können sogar entscheiden, was für ein Outpost das, Outpost das wird. This is a big decision. Opinions team. Ich weiß noch nicht so ganz, was diese Zeichen da heißen. Momentan würde ich eher sagen, das eine ist so, man folgt seinem Herz, das andere man ist ein bisschen logisch. Wir fragen mal das Team. Military outpost or scientific? I say scientific. Aren't we here to explore? Can't solve the remnant with guns. Scientific for sure. Be advised that the first outpost placed by a Pathfinder will be a statement in itself. Fair or not, your choice will represent the initiative and its intentions in Andromeda. Ja, dann machen wir natürlich scientific, weil wir wollen ja nicht eigentlich nicht hierher kommen, ne? Weil eigentlich will ich ja weg von dem Menschlichen, ja, was man aus unserer Heimat hier kennt. Ja, immer hier Militär und auf die Fresse hauen. Wir machen einen scientific Ausbau. Research and discovery. That's our foundation and our future. Orders prepped. Ready on your signal. Alles klar, dann go. Errungenschaft. Woo! Oh, da kommen sie, die Drohnen. Nice. Andromeda Initiative. This is Ryder. Pathfinder. EOS is ready for deployment. Copy that. Outpost blocked inbound. And ready as hell. August Bradley. Operational head for this block. Mayor now, I suppose. We're ready to make the most. Oh Gott, da ist die hässliche schon wieder. Not just my effort, es war eine team effort. I hear that. Prodromos. That's what we're calling her. Prodromos, okay. I haven't seen Ega. Ach, geh weg, du bist hässlich. Mann, ich hab Albträume mittlerweile von dir. Eos is far from golden. But now it's a oh Leute, das ging ja schnell mit den Gebäuden. Reasonable first step. They think you did the impossible. The Nexus. I warned them. Hoping was irresponsible. You proved me wrong, Pathfinder. Okay. Ja, das ist jetzt nämlich komplett was anderes, als sie eigentlich ursprünglich gesagt hat. Deswegen, was will die jetzt eigentlich? Seems like being my friend is suddenly valuable. Fair assumption. Aha. Ja. Ich beobachte dich, mein Freund. Freundin. The reality, Ryder? You bought us time. But one outpost on a long-shot planet won't stop us from starving. Da ist sie wieder. You already have a lead on something else? The nav point. From the vault. Now it gets complicated. The others are ready to officially sanction your efforts, to be a part of your success. We all want the initiative to succeed, but after failing for so long, no one agrees on how to do it. Be aware, that's all. Okay. Ja, wir schaffen das schon. Don't worry, I majored in glad handing during Pathfinder training. We're led by the best. Talk to Bradley. Later we'll go over the extended job of Pathfinder. Until then. Tan's waiting on the Nexus. Guck mal, guckt euch mal die Fußspuren an. Sie geht weg, ist eine Fußspur, aber wie sind wir da hingekommen? Teleportation. Radiation levels have spiked, Pathfinder. What? Have spiked, what? Das heißt, sie sind stärker geworden? Oder, ach, die haben mich jetzt hier... Toll, die haben mich jetzt hier oben ausgesetzt, mitten in der Radiation Zone. Toll. Anstatt da unten auf dem Outpost. Aber schön sieht's aus und schnell vor allem. Jetzt steht sogar die Tempest hier. Nice. Gut, jetzt muss ich erstmal wieder runterkommen. Dankeschön. Okay. Bin jetzt mal gespannt, ob wir es jetzt hier irgendwie... Tschüss! Bring mal was von der Tanke mit. Bin mal gespannt, ob wir hier irgendwas...
erkunden können quasi, ob wir hier irgendwas absnacken können aus den Containern. Aber erstmal wieder runterkommen hier vom Berg. Whee! Oh, wow. Alles klar. Okay. Oh, da hinten ist so ein Blitzdingens. Damit kann ich wohl irgendwie Blockaden in meinem Gehirn lösen, mit denen ich dann auf Erinnerungen von meinem Vater zugreifen kann. Hört sich kompliziert an und ist es auch. Aber wir brauchen erstmal Fluorid. Da. Das will ich einsammeln. Und das ist tatsächlich der Mayor, mit dem man da sprechen kann. Alles klar. Whoop. Sam, another memory trigger? One of your father's memories is now accessible. Jawohl. Das können wir dann nämlich nachher auch noch vielleicht machen. So, erstmal reden wir mit dem August hier. Mayor Bradley. Pathfinder, good to see you. Du bist irgendwie viel brauner als vorhin. Vorhin warst du viel heller. But we can adapt. It's worth it when it's your own. Ja, aber nicht zu hart, ne? Drive people too hard. Rough enough getting this far. Nothing you see here came from cracking a whip. Everyone is just ready. You go do what you need to on the Nexus. Follow that dot. There will be more to do on Eos later. Some key positions: Connor Supply, Ramirez Medical, Abrams Science, Falks Engineering. With them and my major domo, we won't end up like Site 1 and 2. I combed the first two outpost attempts. Those people died trying. And they deserved better from the Nexus. That's where I point the finger. We'll remember. You changed this planet. But that doesn't make it easy. We'll use the efforts of those who went before. Good people, every last one. I'd have been honored to fail with any of them. Dutch hört sich gut an. I haven't reached the end of that trail, but not everyone died outright. Right. They tell me there were staggered evacs. If any want to try again, they're welcome. Oh, and Pathfinder, this is for you. It's our flag. Hang it where the Nexus can see. It's touched the soil of our first outpost in Andromeda. Make it real. Okay. Head for the Nexus, Pathfinder. Prodromos will have more going on when you come back later. Okay, aber das war doch jetzt gar nicht der erste Outpost. Wir hatten doch hier schon... Hier, da ist Site 1, das war ein Outpost. Und hier unten irgendwo war Site 2. Noch ein anderer Outpost. Die alle überrannt wurden von Cat und gestorben sind. Deswegen ist das doch jetzt hier nicht der erste Outpost, oder? Ach, egal. Egal, wir können hier trotzdem mal ein bisschen weiter gucken. Ob hier noch interessante Sachen sind. Klopf, klopf. Hi, Orion Menace. Wow, what? Oh Gott. Was? Ich bin kein Hund. Pathfinder, Major Domo Evan Bell Scott. I have headaches, so you don't have to. Rather, so Bradley doesn't have to. I've also coordinated with your cat expert. He wanted me to remind you to find him. I didn't assign a cat expert to Podromos. Then he's a hell of a self-motivator. Here's the nav anyway. Precision is important. Ach so, ist das der Kroganer gewesen, oder was? Mit dem habe ich jetzt aber keinen Bock zu reden. Okay. Der Cat Expert. Oder mein Cat Expert, alles klar. Das kann ja eigentlich nur der... Wie ist der? Drag? Ich habe mir den Namen jetzt nicht gemerkt. Wird der mir hier angezeigt? Warum wird das nicht angezeigt, was das ist? Warte. Research Station... Gehen wir mal hin. Und mehr Fluorid, jawohl. Before the meeting gets started, I have bunk assignments for PB and Drac. Already put my rucksack in the kitchen. I'll hang out there if that's okay. And I'm in one of the escape pods. More my speed. That's fantastic. Welcome aboard. Any thoughts, Ryder? You're professionals, I'm not going to babysit bunk assignments. Let's talk about our success on Eos. Besides establishing our first viable outpost, we did some amazing things. We discovered the Remnant and breached their vault. And didn't get killed. Overcame radiation poisoning a number of times. And didn't die. Confronted by Ket at every turn. Once again, did not get killed.
You guys really need to raise the bar on what you call success. Yeah, should we use the Krogan definition of success that got your homeworld nuked by your own people? Oh, Mensch, Kara. Fair enough. Let's focus. Back to the task at hand. Looking forward. Exactly. Here's my only question. When do we hit that next vault? It looked active. We have to get on that. Hang on, hang on. We need to not go off half-cocked. There are initiative priorities. The team calls the shots. Actually, the Pathfinder calls the shots, just to be clear. So what do you need from us, Ryder? Just get along, work hard. Ja, weiß nicht, ich würde immer gerne mit der linken Aussage gehen, aber die hört sich manchmal so lapidar an, so nach dem Motto, das interessiert mich doch nicht. Let's be kind and give each other the benefit of the doubt. Alter, was ist mit meinem Kopf los? You got it, boss. Alles klar. If Krogan are known for one thing, it's getting along. Ja, genau. But not humility or self-awareness. Okay, let's head back to the Nexus. PB, Drac, see Lexi for a physical. Good meeting, everyone. Ja, wir haben uns ja quasi jetzt alle gerade kennengelernt. Ja, das braucht ja ein bisschen Zeit zum Warmwerden und um sich besser kennenzulernen. Gut. Gut, wir sind jetzt von Eos gestartet. Hallo? Report from the Nexus. Population's growing as people wake up. Lots of hopefuls waiting for a home. Bradley will have all the help he can take. They'll be starting crops soon. Achso, okay. Ich dachte gerade, sie läuft jetzt einfach weg. Enough water or too much. I grew up on a little cargo freighter. Only saw gardens in vids. But I always loved them. I daydreamed about planting a big rose garden when we got here and still imagine it sometimes. Roses in Helios. Oh, it's so romantisch. Beautiful across galaxies. Everyone in the initiative has their something beautiful. I didn't for a while. After I left the Asari Commandos, well, I didn't leave. My mentor, Nasira, said I should go. Why? The initiative would suit you better, was all she said. Being a huntress suited me fine, but she insisted. Fred Vasip is a It sounds like she cared more about what you needed than about what you wanted. I didn't need to be rejected. Still, that's familiar. When your biotics are honed into huntress-grade weapons, people can be weird about it. The initiative seemed better. Just didn't see how I'd fit into their brave new galaxy. I never fit anywhere before. Then I met some jerk named Ryder. Talked about traveling to Andromeda like he was teaching you how to see it. He gave you a dream to work toward. He was good at that. Who doesn't want to belong? Especially somewhere like the Initiative. So I gave the Initiative my all. Kept thinking of the niche I wanted. My rose garden. I thought I knew what I was going to be. This is about not taking over as Pathfinder? Didn't think it would still sting. Nasira, your father, even my parents. They leave, I'm left without answers. Nowhere to stand. Dann wird es wohl Zeit, weiterzumachen und zu schauen, was du aus dir machst. But it happened. We need your mind on the mission. Always is. But I'm human too. Need time to find a way through. And if that remnant tech pays off, maybe someday I'll have roses too. Alles klar. Das war also unser geiler Talk mit Cora. Aber ich habe doch den Drac gerade hier noch gehört. Heißt der jetzt Drac? Ich habe das schon wieder komplett vergessen. Ich hab den doch gerade noch hier drin gehört. Und plötzlich ist er weg. Können wir sonst mit irgendjemandem hier reden? Nope. Achso, wir können ja mal gucken, wie es mit unseren Apex-Missions steht. Ich hatte nämlich noch zwei im Auftrag. Mein Team ist mittlerweile ein bisschen aufgelevelt. So, einmal hier Silber. Die müssten es eigentlich geschafft haben. Jawohl, successful. Dann bekommt man nämlich XP, man bekommt Mission Funds und Lootboxen, mit denen man aus denen man dann Credits und Random Items bekommt. Und das Silber hier, bin ich mal gespannt. Hat's geklappt? Daumen drücken.
Oh, schade, das hatte nämlich irgendwie nur 20% Erfolg oder so. So, wir haben jetzt nicht mehr so viel zum Auswählen, aber hier ist noch ein Bronze dabei. Da können wir hier 86% of Success, dann nehmen wir den Level 5er. Und dann, was haben wir noch? Wir haben dann nur noch Goldmissionen zur Auswahl. Und hier eine silberne. No Outlaw, Room for a Bribe Attempt, 10 Mission Funds. Ja gut, machen wir halt mal so eine silberne. Und das ist jetzt hier, das orange Zeichen heißt, ich könnte es halt im Multiplayer machen. Aber ich möchte jetzt einfach nur das Team dahin schicken. Es sind immerhin 38%, hört sich jetzt gar nicht mal so schlecht an. Wenn es klappt, umso besser. Und ja, ist halt so ein kleines Gimmick, was man nebenbei machen kann. Achso, ja. Und warte mal, da ja eins geklappt hat, ist es im Inventar gewesen? Ne, das war nicht im Inventar. Die eine Mission war erfolgreich, da bekommt man da immer so Pakete. Genau, eine Research-Starter-Lootbox, die können wir mal aufmachen. Jetzt haben wir Research-Starter-Punkte bekommen und eine Item-Lootbox. Da haben wir eine M96 Medoc bekommen. Eine Waffe. Nice. Und sogar eine 2. Die habe ich mir extra gecraftet, weil die besser ist als die Standardwaffe, die ich hatte. Und jetzt habe ich die einfach so bekommen. Ja, GG. Assault Rivals. Medoc, genau. Das ist meine Medoc 2. Aber meine ist ein bisschen besser, weil ich da Modifications reingebaut habe beim Craften. Weil wenn man Waffen craftet, kann man da Modifications mit reinbauen, die dann die Traits verbessern. Und dann ist es halt gut zum Verkaufen. Gut, aber jetzt auf zum Nexus und weiter mit der Mission. Pathfinder, ist es wahr? Wir settlen Eos. We thought that before. But Eos is okay, what geht hier? Pathfinder. All right, settle down. Give him space. Lieutenant Syax, Kendros's aide. They all wanted to see you. Real hope again. It's been a while. Ja, ich mach nur meinen Job, ne? They've got a Pathfinder again. This is what we do. And you've done it splendidly. Professor Herrick, right? What you achieve with that remnant vault is unprecedented, Pathfinder. Impossible. But with new scientific talent waking up, we'll unravel those mysteries. The whole Nexus will benefit. Okay. We've taken some hard knocks. But this proves we'll always get up again. Always. Well, what are you waiting for? There's a new world out there. Thank you, Ryder. Okay, was war das jetzt? Ich komme ja nichtsahnend nach einem langen Trip von Eos hier an und werde hier direkt überfallen. Was soll das denn? So, wir sind jetzt wieder auf der Nexus. Wo muss ich jetzt hin? Dahin. Ich muss jetzt mit diesem Ten-Typen reden, ne? Okay. Auf zu Ten. Auf zu Ten. Wir wollen mit Ten sprechen. Hallo. Good to see you. Hello. Director Tan is expecting you. Last time I was here, this was a storage closet. Pathfinder Hall just needed a Pathfinder to open. We're still getting the commons area ready. Hydroponics is only at partial capacity. Not good enough. We don't have enough people. My workers need a break, Tan. I sympathize, but not until our survival is no longer at risk. Now please excuse me while I meet with our Pathfinder. Hey, Ryder. Addison told me about the outpost. You're the hero of the hour. Ja, aber wir können noch mehr machen. Let's hold off on the celebration. We haven't found home yet. Oh, there's no need for modesty. Success affords leverage over those who doubted you. And you're my best friend. A patron. One who shares your vision of a prosperous future. Mm-hmm. I suppose we agree on that much. I knew that given a chance, your talents would emerge. Deciphering the vault, alien terraforming. It's not how we imagined all this, but a good Pathfinder improvises. And a great one hangs it on the wall. Yours are the first trophies to grace Pathfinder Hall. You're a symbol now, Ryder. A reason for people to believe. Okay. It wouldn't have been possible without my crew. They're a talented bunch. But you're their beacon. Careful. He'll end up adopting you, Ryder. Ah, my staff. Colleagues, you wouldn't be looking to cut us out, would you, Tan? I remind you, I am the director of the initiative. Acting director. Mm-hmm. This isn't the time for arguing over who gets to be king. Too much is at stake.
We should be cooperating. That's what I've been saying since we arrived. Then I look forward to winning our Pathfinder support. I have concerns about your decision on Eos Rider. An outpost full of scientists won't do as much good if the Ket attack. But it will help support the Nexus. Improved research could help feed our people. And we could argue about it all day long, as we always do. The decision was made. Now we move on. What is your plan for moving on, Ryder? We have a lead on the terraforming network. I need to take the Tempest deeper into the sector to investigate. If the other Golden Worlds are where they should be, this could get us closer to them. Careful. The Ket are scouring the cluster for remnant technology. You'll end up in a fight, for sure. You might also run into exiles. They didn't leave the Nexus on good terms. And we still need more outposts. They're important to expanding the station. Though with Ark still missing, this could be a chance for Ryder to search for them. Yes, I think that's best. You have my permission. I don't need permission. Wir können mal ein bisschen sassy werden. Of course. I support that kind of enthusiasm. Right. Okay, interessant. Also diese Leader der einzelnen Abteilung hier auf dem Nexus. Was? Go ahead. We may have found a way to talk to your brother. Sort of. Drop by when you can. Hyperion Medbay. Nice, haben wir direkt unsere nächste Aufgabe gefunden. We are to contact Director Addison as soon as possible. Wer ist das jetzt schon wieder? Right. Something about Andromeda viability and perks. Could be useful. Okay. Ach, vielleicht wird uns dann endlich mal erklärt, was das Ziel des Spiels ist. alles klar. Also wir hätten jetzt mal fix zum Medbay auf der Hyperion, um mit unserem Bruder zu sprechen. Das hört sich doch gut an. Warte, ich muss nicht hier hin. Muss ich nicht dahin? Achso, das ist jetzt eine andere Mission, ne? Speak with... Nee, AVP Cryo Development Perks. Jetzt kann ich nicht mit meinem Bruder sprechen, sondern es geht wahrscheinlich um etwas, was ich denn tun darf, damit man mit meinem Bruder sprechen kann. Wo muss ich dahin? Wo muss ich hin? Da. Auch nicht der. Sie hasse. You've shaken things up, Pathfinder. My department actually has colonial affairs to direct. And you have new tools to help grow the initiative. AVP, ready for spending. Sam said there was new functionality to discuss. It's how the initiative was designed to support the Pathfinder. You and your team are out there making Andromeda viable. That empowers all of us. Hit a threshold. A new cryo group can be brought out. Want more focus on research, like on Prodromos? That's your call. Brekka will introduce the interface and handle minutia. All you need to do is decide what life in Andromeda means. No pressure. Okay. Jetzt müssen wir mit Brekka reden. Dann bist du hier? Okay. Hello, Pathfinder. I am Cryo Deployment Administrator Vladimir Brekka, C63 Galati. Your first task is to decide irrevocably the course of every life in the initiative. You're kidding? Yes, of course. But now you respect what we're doing. Wow, what a bit. Andromeda viability and Nexus thresholds are your tools, your reward, and our future. How can I help? Ja, kannst mir erklären. All right, Brekka. Ich hab keine Ahnung. Let's start. The interface is active and will respond only to a Pathfinder. It's ready for your first selection. You may begin shaping the initiative at your leisure. Alles klar, jetzt dürfen wir Gott spielen, oder was? Okay, spend AVP to gain perks. Okay. Okay. Okay, ich habe keine Ahnung. Science Pods. Deploy Cryo. Wie habe ich das jetzt zu verstehen? Nexus Science Team analyze Helios data with increased efficiency. Earn research points at regular intervals. Receive a selection of minerals at regular intervals. Das hört sich gut an, weil diese ganzen Ressourcen zu sammeln ist ein bisschen nervig. Dann nehmen wir das vielleicht als erstes. Juhu!
Collect all rewards. Acquired Minerals Delivery. Ah, jetzt kann ich alle dreiviertel Stunde hier rangehen und mir meine Iridium und Kupfer und Eisen. Ja, nice. Schön, wollte ich nicht selber sammeln. Ja, GG. Okay. Das ist nice. Aber okay, ich kann hier nichts irgendwie auf eine Karte oder so entscheiden. Aha. Okay, interessant. Gut, aber eigentlich, das war jetzt nur so nebenbei, aber war eigentlich was Wichtiges. Okay, ich wollte eigentlich zu dem Ding, wo ich mit meinem Bruder reden kann vielleicht. A Trail of Hope. Additional Task. Das ist was anderes. Priority Ops. Das ist was anderes. Allies and Real... Nein. So, what's up, people? Dr. Carlyle, what's up with my brother? Harry, what's happening with Scott? Well, we got him out of the pod. I don't want to get your hopes up, but Sam managed to, find him, you might say. I don't follow. Well, he's still in a coma, but he also has an implant like yours, and Sam managed to access it. He's made contact. Okay, das heißt, er liegt zwar im Koma, aber theoretisch könnte man darüber mit ihm sprechen, oder was? He's okay? Vitals are steady, but I'm letting Sam take the lead on this one. Though in a coma, Scott's mental processes remain intact. So is he okay? You can ask him yourself. A moment while I establish a link with his implant. Proceed. Scott? Can you hear me? Is that you, Sarah? I don't understand. What's happening? There was a problem with your stasis pod. You're in a coma on the Hyperion. Do you understand? Wow, really? How are we talking? Sam linked into your implant, but they say you're stable. You're safe and sound in the medbay. Guess I'll take your word for it. I can't feel anything, but I still hear you. Is that okay? Ah, shit. Jetzt muss ich... Oh. Es bringt ja nichts, ihn anzulügen, oder? I'm not sure how to say this, but... He's dead, Scott. What? There was... an accident. What do you... Accident? How? Dead? Shit. I know. It was all very sudden. Nothing anyone could do. I don't believe it. I'm sure he'd want to be here now. Did we at least find home? Dad kept talking about how amazing it would be. Oh Mann! Ich kann ihm doch jetzt nicht alle Träume nehmen. Der will doch dann nicht wieder aufwachen. Aber ich will ehrlich sein. There's been some complications. The Golden Worlds didn't exactly deliver. I don't understand. I thought. Scott? This is all wrong. This is a nightmare. Scott, it's okay. I didn't mean to. His pulse rate is increasing rapidly. Ah, shit. I don't feel well. That's enough for now. He needs to rest. Scott. Okay. Gut. Jo, das lief super. Scheiße. Ja, aber ich hätte ihn doch jetzt nicht anlügen können. Er wäre nachher aufgewacht und dann, ja, weiß. Das wäre auch doof gewesen. Okay. Gut, dann sind wir da schon mal los. Gut, was steht als nächstes an? A Trail of Hope, go to the Onion System. Okay. Das ist aber dann, glaube ich, was für die nächste Folge. Ich würde nämlich mal ganz stark behaupten, das reicht wieder für die heutige Folge. Achso, richtig gleich mit mir. Gut, ich danke wie immer vielmals fürs Reinschauen. Ich hoffe, ihr hattet mir ein bisschen Spaß. Wenn es gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und ein paar Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten wie immer vielen Dank fürs Reinschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.